Ayonna Savchenko. Herzlich willkommen. Und sie wird begleitet vom Bürgermeister der Stadt Klingenthal. Und weißt du, was das für ein Publikum ist? Die sind nicht nur für Skispringer zu haben, die holen dich glatt vom Eis. Pass mal auf. Klingenthal, wo seid ihr? Also, Klingenthal, Skispringen ja, aber auch Eiskunstlauf. Ayonna, ist das deine Premiere heute hier in Klingenthal? Ja, das ist das erste Mal und wunderschön hier. Ja. Also wir waren kurz davor, Thomas Hennig wollte fast einen Skisprung-Ski mitbringen und wollte dich mal draufstellen, weil Damen-Skispringen ist ja mittlerweile auch richtig in der Weltspitze angekommen mit Uli Gräßler hier aus Klingenthal. Wäre das was für dich oder sagst du dann doch, mir reichen die Sprünge dreifach, vierfach, es muss nicht unbedingt von der großen Schanze sein? Ja, also ich würde gerne probieren, aber natürlich... Wir haben das gehört. Mensch, Thomas, vielleicht eine Frage an dich an der Stelle. Ich meine, sie ist ja von optisch schöner Gestalt. Vielleicht würden wir ein paar Männer dazu bringen, wenn wir rumgehen mit unserem Klingelhut, dass wir unser Eiskunstlauf-Shirt hier wieder auf Vordermann bringen, wenn wir Jörn einen Klingelschalter nicht gewöhnen. Also, ich bin für jeden Standort bereit, das wisst ihr ja. Also, wenn Sponsoren da sind, die die Eisbahn wieder aufbauen, also bin ich der Letzte, der Nein sagt, da würde ich mich sehr freuen. Auch ich möchte alle erstmal recht herzlich hier als Bürgermeister von Klingenthal begrüßen. Ich denke, wir werden heute eine richtig geile Party feiern, oder?